wieder ein Tag wie alle anderen. Grau, nass. Die Kinder habe ich gerade noch rechtzeitig in die Schule gebracht. Der Ehemann sitzt schon längst beschäftigt im Büro. Und ich bin auf dem Weg in meine ganz eigene Monotonie. Sortieren von Akten. Irgendwo zwischen dem 73. und 76. Stockwerk. Wie immer erwartet mich gleich ein höfliches »Hallo, wie geht's?«, bevor sich sämtliche Kollegen hinter den Bildschirmen verkriechen. Kaffeepause mit Susanne, in der sie mir mal wieder von ihren unglücklichen Männergeschichten erzählt. Und nicht zu vergessen, mein Chef. Ich bin mir sicher, dass er mich auch heute wieder darauf hinweisen wird, schneller zu arbeiten. So wie er es immer tut. Grenzenlos empathisch, ohne jeglichen Nachdruck und Penetranz und mit der nötigen Anerkennung, die man sich nach zahlreichen Dienstjahren ebenso wünscht. Ich weiß genau, was mich erwartet. Und ich bin nur noch ein paar Stockwerke davon entfernt, bis das alltägliche Spiel von Neuem beginnt. In diesem Moment hält der Fahrstuhl an. 53. Etage. Dort hält er nie. Die Tür geht auf und ein Mann kommt herein. Unsere Blicke treffen sich und lassen nicht mehr voneinander los. Ich bin ihm noch nie zuvor begegnet. Er ist mir völlig fremd. Aber vertraut fremd. Ich sehe in seine dunkelbraunen Augen, die mich mit unendlicher Wärme anstrahlen und mich in ihren Bann ziehen. Es fühlt sich wie eine Umarmung an, aus der ich mich nicht mehr lösen will. Ich bemerke kaum, wie sich die Tür wieder schließt und der Lift seine Reise fortsetzt. Ach, würden wir doch nie ankommen. Und könnten für immer so verweilen. Ein Hallo oder weitere Worte scheinen in diesem Moment überflüssig. Habe ich etwas gefunden, wonach ich lange suchte, ohne es zu wissen? Auf einmal steht diese Frage vor mir. Noch ehe ich weiter darüber nachdenken kann, befinden wir uns im 73. Stock. Ich versuche, mich von den Augen, in denen ich mich so verloren hatte, zu lösen. Es gelingt mir nicht. Die Tür öffnet sich. Um den Blick von ihm nicht abzuwenden, kann ich den Fahrstuhl nur rückwärts verlassen. Die bevorstehende Trennung kann ich somit etwas hinauszögern. Ein kleines Lächeln legt sich um seine Lippen. Ich lächle zurück, während sich die Tür des Fahrstuhls schließt. Ich sehe nur noch auf eine kalte, silberne Oberfläche, drehe mich langsam um und befinde mich wieder in meiner Welt, die sich unaufhörlich weiterdreht. Dort sind die Kollegen zwischen Smalltalk und ihren Bildschirmen. Susanne, die ihre Fotos von der neuesten Bekanntschaft vorführt. Und mein Chef, der mich vorwurfsvoll anstarrt. Die Akten waren schließlich noch nicht von links nach rechts sortiert. Ohne nachzudenken, wende ich mich plötzlich wieder dem Fahrstuhl zu und meine Hand berührt wie von selbst den Knopf. 2, 3, 4 Mal hintereinander drücke ich die Taste. Ich kann den Lift gar nicht schnell genug zurückholen. Endlich höre ich den Gong und schaue gebannt auf die Tür, die sich viel zu langsam öffnet. Voller Hoffnung sehe ich in den Fahrstuhl hinein. Er ist leer.